Die erste Runde im Pokal steht bevor. Elbkick TV freut sich einen ersten Ausblick auf die... Was ist das für ein Scheiß? Ey, jedes Mal der Quatsch, ey. Ja, ist ja gut. Jedes Mal die gleiche Scheiße. Hätte ich dich heute erwartet, Mozart. Blumen dein Grüßes lange. Was machst du denn? Was machst du denn hier eigentlich? Mozart ist ein bisschen unpassend. Wollt Frühstück mit dir? Wir machen gerade eine kleine Aufnahme. Ja, hier, Taxi Chips Reload oder was? Mozart, das ist ein bisschen... Ja, jetzt ist ja eh zu spät. Das ist eine HTML? Hallo? Setz dich mal hin, Mozart. Das ist jetzt eigentlich... Ich komm gerade... Eigentlich super unpassend. Treppen hoch, gesprungen wie das hier. Dein? Ja, jetzt ist es dein. Ist ja auch sekundär, ne? Scotch Banane, Prost, euer Wettig. Ja. Prost, Mozart, auf die kleine Überraschung, die dir wirklich gelungen ist heute. Oh! Lange, ich hab gerade Willi getroffen, der sagt, du hast aufgehört mit Fußball und machst jetzt irgendwie freiwilliges Soziales bei so einem Sandwichladen hier mit Horny Muffin Soße und die wollen noch Tomaten haben, Kastanien und so ein Dreck. Ist das wahr, oder? Nee, das stimmt nicht. Ich war ja verletzt lange, aber jetzt spielen wir Fußball. Bei, ja, und wo? Bei Bergedorf in der Oberliga. Ah, hier mit UFO! Ja? Schießen jetzt mega Boy, Stichwort Viertelfinale. Oh Mann! Aber der wird dich schießen, dafür sorgen. Ja, das hoffe ich. Ja, aber. Ja, du warst ein großer! Lange, du warst ein großer früher Jugend. Du hast doch ein Angebot von Jugendinternat Lechposen. Warum bist du nicht hingegangen? Naja, Lechposen war das nicht, aber ja. Angebote gehabt. Du hast einen falschen Berater gehabt. Hättest du uns kommen müssen, Opportunity Personal Management GmbH. Wir haben schon ganz andere Leute nach oben gebracht. Ich habe jetzt gerade einen besoffenen Seiltänzer gesigned. Aber Mozart, du hast doch nicht einen einzigen Spieler irgendwo untergebracht. Da wäre ich ja auch nicht weitergekommen. Paulo Sergio, Zarate, Gaudino. Ja, frag die mal, wo die sind. Die waren bei mir. Also, das halte ich für ein Gerücht, aber gut. Was ist das hier? Elbkick TV? Mozart, Elbkick TV, das ist der Sender über Hamburgs Amateurfußballer, hautnah, das heißt, Personen werden gezeigt, porträtiert, interessante Geschichten, verrückte Geschichten, skurrile Geschichten. Ne. Ja. Das ist nicht wahr, Lange. Das ist wahr. Mozart. Das ist ein Märchen. Das ist kein Märchen. Das ist kein Märchen? Das ist die Wahrheit, wie sie da steht. Du hast mich errettet, Junge, darauf war ich doch schon seit mindestens 25 Jahren. Ja, siehst du so. Endlich mal wahre und faire Fußballer. Ja. Hautnah, mal das wahre Leben, nicht immer diese ganzen Scheißpromis hier. Ja. Hat hier die wie eine Krampfader am Hodensack. Stimmen Sie jetzt ab. Soll er sie rausnehmen, soll er sie drin lassen? Das braucht doch keine Sau. Ich will das Training von Duvo live sehen. Wer bist du denn? Wer bist du denn, Suppenkasper, ey? Mozart, er hat recht. Wir müssen gucken, dass wir... Ja, doch ein Porno hier. Und er vorne weg, oder was? Wir müssen gucken, dass wir zum Punkt kommen. Ne? Zu welchem Punkt? Ich bin aber gerade erst angefangen. Nee, wir müssen... Ich bin das Orakel des Hamburger Fußballs. Jungs, wir müssen... Ich bin Paul von Hamburg. Halt die Fresse, der Enten. Du bist doch nicht das Orakel. Wer hat denn diese scheiß Wasserspinne oben auf die scheiß Fressnäpfe gesetzt? Weiß ich nicht, aber. Ja, ich! Ja, ich war doch im Aquasplash, hab ich doch gezählt, das siehst du doch, meine Hand kommt immer mit da. Ich war doch hier, ich war doch unten. Das reicht jetzt, komm. Nee, das reicht doch gar nicht hier. Mozart, wir müssen gucken. Gerade erst begonnen. Wir müssen in der Zeit bleiben. Wir müssen irgendwie gucken, dass hier. Lange Zeit ist relativ. Ich war mal Trainer bei seinem Tor, der Genova drinnen. Da hatte ich einen Spieler, Oliver Nottingham, der erinnert mich an dich. Großer Fußballer. We'll be right back.